Bonjour, mon ami, zu einem Part Passepartout, was im Französischen so viel heißt wie der Rahmen. In dem es um einen kleinen Artisten geht, das sind wir, diese kleine Gurke hier. Wir müssen Bilder malen und davon unser Lebensunterhalt, wie zum Beispiel Wein und Baguettes, bezahlen und natürlich die Miete. Oh, Akt 1, neue Anfänge. Das war eine schöne Manege, die wir hier haben. Wir sind natürlich in Paris, das sieht man an diesem schönen Eiffel Tower hier hinten. Wir haben noch keine Ausstellungsstücke, wir haben hier aber ganz, ganz viele Kosten, nämlich 80 pro Woche sind das, glaube ich. Ja, hier pro Woche, wir für Wein, Baguettes und Miete. Wein ist sehr, sehr teuer, Mann, 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 aber Wein ist natürlich auch geil. Wir haben momentan noch 250 Gold, Bargeld, Euro, was hat man in Frankreich, französische Euros? Und wir malen unser erstes Bild und damit uns jeder kennt, jeder guter Künstler sollte mit einem Selbstbild von sich beginnen, damit jeder weiß, jo, dieser Typ fühlt sich geil, der muss sich immer erstmal selber malen, denn dann wissen die sofort, jo, der ist von sich überzeugt. Und deswegen malen wir natürlich als allererstes uns selber und wir bringen natürlich auch einen geilen Übergang hier mit rein. So, ich werde mal versuchen, mein Profilbild zu malen. Als erstes natürlich die Umrandung. Also hier haben wir ein Ohr. Zack, dann geht das hier ein bisschen weiter, da fängt dann das zweite Ohr an, dann geht das hier so runter, das malen wir einmal aus, dann ist hier natürlich noch der Holz und sowas. Gut, dann müssen wir natürlich mit ein bisschen Schwarz arbeiten, aber erst natürlich noch die Haare, die sind dann hier ein bisschen kleiner unterwegs. Wir haben hier nämlich einmal so eine Tolle, dann haben wir noch so eine etwas größere Tolle und dann noch so eine kleine Tolle. Okay, ist vielleicht ein bisschen dick, aber das passt schon. So, wir machen unsere Haare jetzt einfach mal schwarz und wie jeder weiß, hat mein Avatar hier so eine Färbung drin. Sieht ein bisschen komisch aus. Nehmen wir vielleicht ein bisschen helleres. Okay, das passt vielleicht. So, dann haben wir da ein bisschen Färbung drin. Hier hinten auch so ein ganz kleines bisschen und hier natürlich auch. Erkennt man doch, dass das Haare sein sollen. Hier ein bisschen Wonks noch in das Ohr reinbringen, damit man auch sieht, dass das wirklich das Ohr ist. Und dann, eines der wichtigsten Dinge ist natürlich der Mund, Leute. Der Mund ist sehr wichtig. Da einfach eine kleine 3 malen und der ist sehr glücklich. Ja, wir sind glücklich. So, und da wir ja ein kleines Wolfsdrachen etwas sind, haben wir natürlich auch Schneidezähne. Wir sind nämlich ganz, ganz böse. Leg dich nicht mit mir an, ich habe Schneidezähne. Oh, verdammt, ich habe keine. Ich hoffe, man kriegt später noch andere Ausmalwerkzeuge. Das wäre echt toll. Oh nein, unsere Rechnung. 80 Rechnung. Oh, wir haben nur noch 170 Gold. Wir dürfen jetzt auch nicht so lange malen. Als berühmter Künstler müssen wir auch ein bisschen mehr malen, anscheinend. Aber unser erstes Bild muss gut werden, damit die Leute wissen, ja, der hat was drauf. So, da fehlt dann natürlich noch eine kleine Stupsnase hier. Oh, die ist ein bisschen groß geworden. Aber es ist okay. Das ist okay soweit. Und wir haben natürlich auch noch eine Zunge, Leute. Schön knallrot. Kann man doch schon erkennen. Wir haben zwar so eine komische Elvis-Frisur, aber das ist bisher noch okay. Und das Wichtigste, Leute, bei meinem Profilbild ist natürlich die Deal-With-It-Brille. Die muss auch hier so ein bisschen überstehen. So einfach eine Monobraue und dann, das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwer, so einen Pixel-Effekt hier hinzubekommen. Oh, das geht ja direkt über die Augen. Das war aber auch zu weit. Oh nein, wir müssen das schnell wieder wegmachen. Kein Problem, Leute, wir können das übermalen. Wir können das übermalen. Die Nase war eh zu groß. Oh Gott, so. Und dann malen wir wieder die kleine Stupsnase. Schön. So, und das Einzige, was noch fehlt, hier muss natürlich noch so ein bisschen frei gemacht werden, denn ich habe da so ein paar Härchen. Das sieht jetzt ein bisschen sehr komisch aus. Verdammt. So. Das muss alles ein bisschen runder werden. Ja, komm, das passt schon. So, da muss natürlich auch wieder dieses Blau rein, damit man merkt, ja, der ist hier überall so cool gefärbt. Oh Gott. Und dann fehlt eigentlich nur noch die beiden Arme. Ein Kreis. Oh nein, das ist genau dieselbe Farbe. Okay, ein Kreis dahin. Das ist nur eine Nuance, Leute. Das ist mit Absicht so, dass das dieselbe Farbe wie im Hintergrund ist. Mit Schattierung quasi. Zack, das soll die Arme sein. Dann umranden wir nochmal alles, so wie das richtige YouTuber auch immer bei ihren Thumbnails machen, damit alles schön und ordentlich aussieht. Oh Gott, was ist das denn geworden? Bisschen dick, muss ich zugeben tatsächlich. So, aber hier fehlen natürlich noch diese Blush-Dinger. Zack, zack. Und ich habe noch so einen weißen Strich um die Nase rum. Oh Gott, was ist das denn hier? Okay. Und es fehlt natürlich noch die
sechs kleinen Pünktchen, das ist jetzt gar nicht so einfach, Pixelpunkte in die Brille machen mit nur einem runden Pinsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sieht halt überhaupt nicht so aus. Ich finde, ich habe den Mund ganz gut hinbekommen, der Rest ist so lala, sag ich mal. Verdammt, was ist denn hier passiert? Okay, aber auf jeden Fall haben wir noch ein paar Nuancen hier oben im Ohr drin. Die müssen noch kurz sein, so. Siehst du? Und dann kommen hier noch diese drei gelben Striche hin, die eigentlich Lachen ausdrücken sollen. Fuck, der sieht überhaupt nicht gut aus. Okay, hier unser erstes Bild. Sieht ein bisschen, wir sind ein bisschen sehr dick geraten. Und diese Striche bei der Nase sehen eher wie ein Schnauzer aus, aber das ist schon okay. Und das Bild nennen wir Je suis Dizzy. Hi. Oh, unser erster Kunde. Hallo. Oh, du hast Baguettes dabei. Kriege ich einen ab? Ich habe nicht mehr so viel Geld für meine Baguettes. Aber wie jeder weiß, ah, wir mussten nur eine einmal zahlen. Wie jeder weiß, muss man in Paris Baguettes kaufen. Na, wie viel ist es dir? 143 tatsächlich. Mon Dieu, das lässt meine Gesichtsbehaarung erbeben. Ja, ich habe ja auch einen geilen Schnauzer dazu gemalt. Sieht schon ein bisschen so aus wie so ein... Oh nein, Rechnung. So ein bisschen wie so ein Mafia-Boss oder so. Ja, kannst du haben. $143. Siggy. Ja, Jiggy, nimm mit. Geil, wir sind quasi reich. Oh, wer ist das denn? Eine Kunstkritikerin. Oh, mon Dieu. Hallihallo. Hallo. Bitte, mach hier nichts kaputt. Das wäre eine Farce. Okay, was? Wir haben schön viel Geld. Wir haben auf jeden Fall mehr Geld als am Anfang. So, okay. Beginnen wir unser nächstes Bild zu malen. Oh nein, schon wieder eine Rechnung. Und ich weiß auch schon ganz genau, was für ein Bild das werden wird. Also erstmal natürlich wieder den Hintergrund bemalen. So, dann brauchen wir Braun. Sobald ihr erkennt, was es werden soll, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann gucken, ob ihr richtig lagt. Sollte eigentlich relativ bekannt sein, was ich hier jetzt versuche. Dann wieder mit Schwarz, ein bisschen umranden, damit das alles ein bisschen hübscher aussieht. Und dann sind wir quasi eigentlich schon fertig. Wir müssen nur ein paar Nuancen noch hinten reinbringen. Ja, ich weiß, man kann es jetzt noch nicht so gut erkennen, aber wird gleich schon. Oh Gott, ich brauche dringend neue Pinsel. Das sieht hier alles gleich aus. Ah, so, da so ein Teil hin. Ich will jetzt auch nicht sagen, was das genau ist, weil ihr sollt ja raten. So, aber hier überall so ein bisschen grün. Okay, dann machen wir hier noch so ein bisschen... Oh, das ist ein sehr helles Grün. Oh Gott, egal, das passt schon. Das ist nur der Hintergrund, Leute. Und der Hintergrund ist, wie gesagt, nicht ganz so wichtig. Ich hätte gerne noch so einen mehr verwaschenen Pinsel. Das wäre schön. Aber okay, wir kommen auch so klar. Wir kommen auch so klar, Leute. Vielleicht noch ein bisschen Braun damit rein. So, so, da auch noch. Und da hier auch so ein bisschen. Und dann geht da noch sowas ab. So. Okay, und jetzt kommt eigentlich das. Und dann solltet ihr das auf jeden Fall erkennen, sobald ich das gemalt habe. Wisst ihr schon? Ich fange mal mit Gelb an. Wahrscheinlich ist es jetzt schon klar, oder? Also, zack. Oh Mann, das wird alles so unförmig. So, ein gelber Klumpen. Sollte jetzt eigentlich schon klar sein. Und dann geht hier so ein Teil ab. Also spätestens jetzt, Leute, spätestens jetzt. Wenn ihr es jetzt noch nicht raus habt, dann kann ich euch auch nicht helfen. So, und dann hat er natürlich noch hier... hinten, so ein bisschen schwarz, da auch, so ein bisschen angedeutet, dass das da auch noch weitergeht. Aus dem Bild herausdenken, Leute. Das ist der Trick. Hat er hier noch so einen Punkt, da noch so einen Punkt. Hat er noch eine kleine Nase, glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube schon. Und ein Mund. So, das ist jetzt wichtig, Leute, diesen Mund hinzubekommen. Oh Mann. Das ist ein bisschen sehr gerade, oder? Der muss ein bisschen ovaler. Moment. Ah, das finde ich auf jeden Fall besser. Und dann fehlen eigentlich nur noch die beiden Pausbäckchen. Blub und blub. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Ah, Moment, er braucht natürlich noch ein paar Pupillen. Eine da und eine da. Tada! Wunderschön. Ich glaube, man kann es erkennen, oder? Sollte man erkennen. So, ja. Yeah. Und das nenne ich... Wie viel haben wir eben bekommen? $143, ne? Got $143. For a bad portrait me. So. Schön. Unser zweites Bild, Leute. Komm, willst du es nicht haben? Hallo, Starbucks-Typi. Nein, komm wieder zurück. Kauft mein Bild. Ich muss doch wissen, ob es gut ankommt oder... Da bist du ja wieder. Ich muss wissen, ob es gut ankommt oder nicht. Komm, kauf es. Kauf es. Kauf es. Hallo, ich kann nicht malen. Ich bin ich bin nicht sehr selbstbewusst, wenn es um meine Kunst geht. Sag mir bitte, wie du meine Kunst findest. Hallo. Hallo, Mister! Monsieur! Mon ami! Bitte! Pardon! Pardon! Mon ami! Bitte sagen Sie mir, wie Sie mein Bild finden! Ich weiß leider nicht, was Bild heißt. Fromage! Fromage!
Fromage? 93 nur? Dieser Künstler scheint etwas von seinem Handwerk zu verstehen. Das stimmt, aber du kannst mir doch nicht weniger dafür bieten als für mein Porträt. Also klar, mein Porträt war natürlich auch sehr geil, weil da ging's um mich, aber... Nee, ich warte nochmal. Ich glaube, ich finde noch einen besseren. Das ist ja eine Farce, was sie mir hier anbieten, Mister. Mister, so geht das nicht. Das ist ein Kunstwerk. Da musst du mindestens 100 Dollar für geben. Vor der habe ich ein bisschen Angst. Keine Energie, ich mag's nicht. Ach, du hast doch keine Ahnung. Was weißt du schon? Du bist doch einfach nur ein Kreton. Geh weg aus meiner Galerie. Du Kreton. Oh, da kommt wieder der Baguette-Typi. Der hat Ahnung. Hä? Très bien. Was heißt der Trapier? Sehr gut? Drei gut? Drei gut! Der Benjamin. Aber nein, ich... Mindestens 100. Komm schon, Leute, das ist mindestens 100 wert. Oder nicht?